Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erneut ein Gottesdienst, der übers Internet zu empfangen ist, aber die Verbindung wird gewirkt durch die Gnade des Heiligen Geistes. So wollen wir uns einfinden in diese besondere Zeit und den Herrn bitten, am Dienstag, da wo der heilige Patrick verehrt wird, nicht nur in Irland. Herr unser Gott, du schickst Menschen aus, damit sie nach deinem Willen die frohe Botschaft hinaustragen in alle Welt. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Erlasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasst uns beten. Herr unser Gott, verlass uns nicht in diesen Tagen der Umkehr und der Bewährung. Steh uns mit deiner Gnade bei, damit wir mit ganzer Bereitschaft den Dienst vollziehen, den du uns aufgetragen hast, wie du ihn aufgetragen hast, der heiligen Gertrud von Nivelles und auch dem heiligen Patrick. So bitten wir in Christus, unserem Herrn. Amen. Amen. Wir hören die Lesung aus dem Buch Daniel. In jenen Tagen sprach Asaria mitten im Feuer folgendes Gebet. Um deines Namens willen, Herr, verwirf uns nicht für immer. Löse deinen Bund nicht auf. Versag uns nicht dein Erbarmen, deinem Freund Abraham zuliebe, deinem Knecht Isaak und Israel, deinem Heiligen, denen du Nachkommen verheißen hast, so zahlreich wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres. Ach Herr, wir sind geringer geworden als alle Völker. In aller Welt sind wir heute wegen unserer Sünden erniedrigt. Wir haben in dieser Zeit weder Vorsteher noch Propheten und keinen, der uns anführt, weder Brandopfer noch Schlachtopfer, weder Speiseopfer noch Räucherwerk, noch einen Ort, um dir die Erstlingsgaben darzubringen und um Erbarmen zu finden bei dir. Du aber nimm uns an, wir kommen mit zerknirschtem Herzen und demütigem Sinn. Wie Brandopfer von Wittern und Stieren, wie tausende fetter Lämmer, so gelte heute unser Opfer vor dir und verschaffe uns bei dir Sühne, denn wer dir vertraut, wird nicht beschämt. Wir folgen dir jetzt von ganzem Herzen, fürchten dich und suchen dein Angesicht. Überlass uns nicht der Schande, sondern handle an uns nach deiner Milde, nach deinem überreichen Erbarmen. Errette uns, deinen wunderbaren Taten entsprechend, verschaff deinem Namen Ruhm, Herr unser Gott. Dies die Botschaft aus dem Alten Testament. Dank sei Gott. Heiliger Gott, reinige mein Herz und meine Lippen, auf dass ich in rechter Weise dein Evangelium verkündige. Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre. Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre. Kehrt um zum Herrn von ganzem Herzen, denn er ist gnädig und barmherzig, voll Langmut und reich an Güte. Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Ihr seid ihr, o Herr. In jener Zeit trat Petrus zu Jesus und fragte, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder denn vergeben, wenn er sich gegen mich versündigt? Siebenmal? Jesus sagte zu ihm, nicht siebenmal, sondern 77-mal. Höre, mit dem Himmelreich ist es deshalb wie mit einem König, der beschloss, von seinen Dienern Rechenschaft zu verlangen. Als er nun mit der Abrechnung begann, brachte man einen zu ihm,
der ihm 10.000 Talente schuldig war. Weil er aber das Geld nicht zurückzahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und allem, was er besaß, zu verkaufen und so die Schuld zu begleichen. Da fiel der Diener vor ihm auf die Knie und bat: Hab Geduld mit mir, ich werde dir alles zurückzahlen. Der Herr hatte Mitleid mit dem Diener, ließ ihn gehen und schenkte ihm die Schuld. Als nun der Diener hinausging, traf er einen anderen Diener seines Herrn, der ihm 100 Denare schuldig war. Er packte ihn, würgte ihn, rief: Bezahl, was du mir schuldig bist. Da fiel der andere vor ihm nieder und flehte: Hab Geduld mit mir, ich werde es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging weg und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld bezahlt habe. Als die übrigen Diener das sahen, waren sie sehr betrübt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles, was geschehen war. Da ließ ihn sein Herr rufen und sagte zu ihm: Du elender Diener, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich so angefleht hast. Hättest nicht auch du mit jenem, der gemeinsam mit dir in meinem Dienst steht, Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und in seinem Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er die ganze Schuld bezahlt habe. Ebenso wird mein himmlischer Vater jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von ganzem Herzen vergibt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Zwei Gedanken. Da ist einer, der in Zweifel ist, wie oft denn das nötig ist zu verzeihen, wenn da einer ist, der immer und immer wieder an ihm schuldig wird. Er heißt Petrus. Und Petrus meint die Frage durchaus ernst. Es gibt Menschen, die einem anderen das Leben fast unmöglich machen. Wie kann man dem verzeihen? Und heute, wenn ich weiß, dass einer mich angesteckt hat mit Corona, wie könnte ich dem verzeihen, wenn ich erfahre, dass er es leichtfertig, ja vielleicht absichtlich gemacht hat? Ganz schwierig. Aber Gott will, dass wir über unseren eigenen Schatten springen, dass wir seine Hand nehmen und erbarmender würden. Zu Christus, der uns der Vergebung des Vaters schenkt, wollen wir rufen: Ermutige deine Kirche, die Menschen mit Gott und miteinander zu versöhnen. Wir bitten dich, erhöre uns. Wehre den Spannungen und der Kriegsgefahr unter den Völkern. Wir bitten dich, erhöre uns. Lass uns denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Wir bitten dich, erhöre uns. Befrei uns von Selbstgerechtigkeit und Überheblichkeit. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir empfehlen dir unsere Verstorbenen, die in dir Erbarmen finden, in dir ganz allein, dass sie aufgenommen sind in deine Liebe. Wir bitten dich, erhöre uns. Gott, unser Vater, du willst, dass alle Menschen untereinander in Frieden leben. Das hat Gertrud, das hat Patrick verkündet, im Auftrag, in deinem Auftrag. Hör auf unsere Bitten, hör auch auf ihre Bitten, in Christus, unserem Herrn. Amen. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Wie das Wasser sich mit Wein verbindet zum heiligen Zeichen, so schenke uns dieser Kelch Anteil an der Gottheit Christi, die unsere Menschennatur angenommen hat. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Wein, Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit er uns der Kelch des Heiles werde.
Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Herr, wir kommen zu dir mit reumütigem Herzen und demütigem Sinn. Nimm uns an und gib, dass unser Opfer dir gefalle. Herr, wasch ab meine Schuld. Von meinen Sünden mache mich rein. Allmächtiger Gott, dieses heilige und heilbringende Opfer, tilge unsere Vergehen und versöhne uns mit dir immer neu. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Im Gotteslob finden wir unser Sanctuslied unter 199. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und dich in dieser Zeit der Buße durch Entsagung zu ehren. Die Entsagung und das Fasten mindern in uns die Selbstsucht und öffnen unsere Herzen für die Armen. Denn deine Barmherzigkeit drängt uns, das Brot mit ihnen zu teilen, in der Liebe deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir deine Größe und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig ist Gott in Herrlichkeit, sein Ruhm erfüllt die Himmel weit. Lob singet, jubelt ihm Hosanna. Preis ihm, der kommt in unsere Zeit. Lob singet, jubelt ihm Hosanna. Ja, du bist heilig, großer Gott. All deine Werke künden dein Lob, denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben, mit Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott, heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dies Geheimnis miteinander zu feiern. Denn in jener Nacht der Schweren, da er verraten wurde, da nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Mein Herr und mein Gott. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden, tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis unseres Glaubens, deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Ja, guter Vater, wir feiern das Gedächtnis deines Sohnes, verkünden sein heilbringendes Leiden, seinen bitteren Tod am Kreuz,
seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Ermache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Gatten Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, Gertrud von Nivelle, Patrick von Irland, all unsere Namenspatrone, mit allen Heiligen und Seligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen, besonders auch dem heiligen Pestheiligen Rochus. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dies Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütz deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Reinhard und die Gemeinschaft der Bischöfe, Priester, Diakone und Ordensleute und aller Menschen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Wir empfehlen dir im Besonderen unsere Firmlinge, die etwas ratlos sind, und auch die Erstkommunionkinder und all ihre Familien und die, die ihnen bei der Vorbereitung zur Seite stehen. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinschaft am Bildschirm und daheim und überall. Führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarm dich all unserer verstorbenen Brüder und Schwestern, aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Und so reihen wir uns ein in die große weltweite Gebetsgemeinschaft, die die heiligen Worte des Herrn in tiefem Glauben, im Vertrauen und in Hoffnung sprechen, trotz aller Herausforderungen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen, von allen Herausforderungen. Gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Vergebung, Vergebung finden und Vergebung gewähren, das sind die Basispunkte unseres Friedens, den wir von Gott haben. Wer dazu nicht bereit ist, wird wahren Frieden gar nicht finden. Aber wir sind auf den göttlichen Frieden so sehr angewiesen. So bitten wir dich, Herr unser Gott, dies ist deine Prüfung. Sie kommt nicht von dir, aber von dir kommt die Gnade und die Kraft, sie zu bestehen.
Wir bitten dich um starken Frieden im Glauben, um Frieden im Hoffen und im Frieden, wenn es gilt, füreinander einzustehen. Der Friede Jesu Christi sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Lamm Gottes, du nimmst den Weg der Sünden der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst den Weg der Sünden der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst den Weg der Sünden der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht Jesus Christus, das Lamm Gottes, es nimmt hinweg Sünde und Schuld dieser Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Kostet und spürt, wie der Herr uns nahe kommt. Geistlich zu kommunizieren ist eine alte Übung in unserer katholischen Kirche. Dass sie jetzt notwendig ist, das hat sich ganz schnell erwiesen. Nehmen Sie es wahr, nehmen Sie diese geistliche Kommunion in sich auf. Wir wollen beten. Herr unser Gott, dies heilige Sakrament tilge unsere Schuld, gewähre uns deinen Schutz. Es entreiße uns der Gleichgültigkeit, der Mattigkeit und erwecke in uns einen lebendigen Glauben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ein besonderes Gebet ist diesen Tagen notwendig. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Herr, wir bringen dir alle Erkrankten und bitten um Trost und Heilung. Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden. Bitte tröste jene, die jetzt trauern. Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie. Allen Krankenschwestern und Pflegern Kraft in dieser extremen Belastung. Den Politikern und Mitarbeitern der Gesundheitsämter Besonnenheit. Wir beten für alle, die in Panik sind, alle, die von Angst überwältigt sind, um Frieden inmitten des Sturms, um klare Sicht. Wir beten für alle, die großen materiellen Schaden haben oder befürchten. Guter Gott, wir bringen dir alle, die in Quarantäne sein müssen, sich einsam fühlen, niemanden umarmen können. Berühre du Herzen mit deiner Sanftmut. Und ja, wir beten, dass diese Epidemie abschwillt, dass die Zahlen zurückgehen, dass Normalität wieder einkehren kann. Mach uns dankbar für jeden Tag in Gesundheit. Lass uns nie vergessen, dass das Leben ein Geschenk ist, dass wir irgendwann sterben werden und nicht alles kontrollieren können, dass du allein ewig bist, dass im Leben so vieles unwichtig ist, was oft so laut daherkommt. Mach uns dankbar für so vieles, was wir ohne Krisenzeiten so schnell übersehen.
Wir vertrauen dir und danken dir. Amen. Und so segne sie und euch alle und die Fortsetzung dieser Werkwoche und der Bewährungswoche auf die Fürbitte der heiligen Gertrud von Nivelle und des heiligen Patrick und unserer Namenspatrone, jener Gott, der uns nahe ist und für uns da ist, Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Geht und lebt in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.